Hey und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe heute etwas, was ich euch schon lange versprochen habe oder was ich unbedingt lange machen wollte. Und zwar mal wieder eine Lippenstiftreihe von mir, wo ich euch eigentlich so meine Lieblingslippenstifte vorstelle in allen Farben, die ich habe und die alle swatche. Heute ist eine Marke dran, die ich eigentlich schon so lange machen wollte und zwar die Marke Chichi. Chichi ist eine australische Marke und die mir schon länger folgen, wissen, ich liebe Chichi und habe auch viele Produkte von denen und bin super begeistert. Das hier sind jetzt alle meine Liquid Lipsticks. Das sind alles, eigentlich sehr, sehr große Liquid Lipsticks. Meine 11 Matten und 2 Lip Lacquer, also ein bisschen Glanz habe ich. Und die stelle ich euch jetzt vor. Also wie gesagt, es gibt zwei Arten von diesen. Einmal die Lip Lacquers, den einen habe ich auch jetzt auch gerade drauf. Das ist halt ein typischer Lipgloss an sich, der sehr, sehr cremig ist. Und ja, dadurch, dass es ein Lacquer ist, ist es halt wirklich noch mit so einem kleinen Glanz. Davon habe ich 2 Stück, aber meine riesen, riesen, riesen Lieblinge, die ich über alles liebe, sind die Liquid oder Creamy Matte Liquid Lipsticks. Also matte, creamy, liquid Lipsticks. Sie haben nur einen Nachteil oder vielleicht auch einen Vorteil. Für manche ist es ein Vorteil, für manche vielleicht ein Nachteil. Sie trocknen nicht an, das heißt, sie bleiben durchgängig cremig auf den Lippen, haben halt einfach nur ein mattes Finish. Ist also daher jemand, der was Mattes haben möchte, perfekt für diejenigen, die mit den anderen Liquid Lipsticks nicht klarkommen, die antrocknen und wo dann die Risse kommen oder sich Haut ablöst, weil es so trocken wird. Also wer wirklich mal was Mattes und Flüssiges haben möchte als Lippenstift, sind die perfekt, weil sie eben nicht antrocknen und nicht trocken werden und durchgängig wie so ein cremiger Lippenstift auf den Lippen bleiben. Und das liebe ich an diesen Dingern, da ich halt auch wirklich zu trockenen Lippen neige. Und der zweite Riesenvorteil ist einfach, sie haben eine mega, mega Deckkraft. Mega Deckkraft, extrem hohe Pigmentierung und dafür liebe ich sie noch mehr. Also wenn ihr all das wirklich bevorzugt an den Stiften, dann sind die definitiv was für euch. Ich würde sagen, ich quatsche jetzt einfach gar nicht viel drum rum und zeige euch jetzt alle, wie sie auf den Lippen aussehen. Als erstes zeige ich euch meine beiden Dramatic Lip Lacquers, also die wirklich ein sehr gut pigmentierter Art Lipgloss ist. Und den ersten, den ich drauf habe, ist die Farbe Stylista. Und ja, ist ein schönes, schönes, girly Hellpink. Die zweite Farbe ist mir was Natürlicheres und heißt Hollywood Iris. Iris müsste es sein, Hollywood Iris. Und ja, so sieht der Applikator aus von den Dingern. Wie ihr sehen könnt, super, super pigmentiert. Auch schon die Lacquers, also die wirklich mehr so ein Lipgloss sind. Das ist also jetzt die Farbe Hollywood Iris und ich liebe den. Und es ist wie gesagt ein Dramatic Lip Lacquer, also der Glanz bleibt und der trocknet nicht matt oder trocknet nicht an, aber der wird nicht matt und hat kein mattes Finish. Und ich liebe diese Farbe und sie ist eigentlich auch viel deckender als das Rosa. Also auf jeden Fall auch schon, obwohl es ein Lipgloss ist, super pigmentiert und total deckend. Das waren meine beiden Dramatic Liquid Lacquer und dann kommen wir jetzt zu den matten Liquid Lipsticks. Das hier ist die Farbe Simply Stunning und sie ist auch wirklich einfach nur stunning. Was anderes kann man nicht sagen. Unglaublich toll für den Alltag, sehr natürlich und ich liebe diese Farbe und ich trage sie so, so oft. Und wie ihr sehen könnt, der ist jetzt schon vom Finish her wirklich matter und ich liebe diese Farbe. Simply Stunning ist das und wie ihr sehen könnt, eine Schicht ist das, mega deckend. Das ist Calendar Girl und ich liebe diese Farbe, das ist so ein voller. So ein richtiges Kylie Jenner Braun und ich liebe es abgöttisch. Das ist Calendar Girl. Das ist die Farbe Flirt und ist ein super, super edles, ja, Braun, Rosé, Flaum, Moav. Also ganz schwierig zu beschreiben, aber ich liebe diese Farbe und sie ist so edel und so schön. Eine meiner absoluten Lieblinge aus dieser Reihe und auch perfekt für den Alltag, was einige Farben hier nämlich nicht sind. Das ist die Farbe White Child und ich finde auch wieder super edel. Das ist mehr so ein braun-rot. Also es geht schon mehr ins Rötliche rein, ist aber noch wirklich ein Hauch von braun. Und wieder super geil. Also ich muss sagen, ist schon die dritte Farbe, die ich persönlich so sonst von keiner anderen Marke habe. Also sie haben wirklich Farben, finde ich, die außergewöhnlich sind und die ich so wirklich noch nicht irgendwo gesehen habe. Und dafür liebe ich die. Wie gesagt, das ist White Child. Das ist die Farbe Crazy in Love und es geht schon mehr in so dieses Mädchenhaftige rein. Also es ist zwar noch ein sehr, sehr natürlicher Ton, aber geht schon mehr in so ein Alt-Rosé-Pink rein mit einem sehr, sehr natürlichen Unterton. Aber diese Farbe ist auch wieder mega. Also ich verliebe mich immer wieder aufs Neue in die ganzen Farben. Und ja, wie ihr sehen könnt, super, super schön.
Das ist so der fünfte Ton, wo ich sage, die kann man alle perfekt in den Alltag mit reinnehmen. Und die sind super natürlich und klasse. Ich liebe diesen Ton auch abgöttisch. Und ja, das war so mein letzter großartig natürlicher Ton. Jetzt kommen die bisschen krasseren. Die mal ein bisschen was anderes sind und ein bisschen auffälliger. Das hier ist die Farbe Socialite. Und wie ihr sehen könnt, das typische Nicki Minaj Bright Neon Pink. Also super, super krass und auffällig. Nicht was für jeden, aber für, ich sag mal, hellere Hauttypen, jemand, der so richtig auf diese heftigen Neon-Sachen steht, perfekt und unglaublich deckend. Und ja, sehr, sehr leuchtend. Die Farbe Socialite. Nicht für jedermann was und auch nicht für den Alltag, aber definitiv was Außergewöhnliches. Und kommen wir auch schon zu dem nächsten Shocking Pink, wobei der Name Programm ist. Und zwar der Name dieses mega krassen Lippenstiftes ist Vava Voom. Und es ist definitiv Voom. Und auch, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber dieser eine Song von Nicki Minaj heißt so, ich glaube sogar, heißt es sogar genauso, meine ich. Und es ist auch so ein typischer Nicki Minaj-Ton. Wieder ein dunkleres Pink, diesmal mehr so ein Barbie-Pink. Ist so ein Candy-Yum-Yum-Ton, also voll Nicki Minaj-Style, sag ich mal. Und ist auch wieder nicht für jedermann was, aber ich finde es echt cool und wieder shocking. Ein bisschen dunkler als die Farbe davor. Und wie gesagt, der Name ist Programm mit Vava Voom. Das ist die nächste Farbe und zwar ist das die Farbe Man-Eater. Und könnte definitiv so eine männerverschlingende Farbe sein. Obwohl Männer, wie ich mir von meinem Freund sagen lassen musste, nicht so auf Lippenstifte stehen. Kann ich gar nicht verstehen. Wahrscheinlich sind es nur wir, die auf diese krassen Farben stehen. Und auf jeden Fall ist das Man-Eater. Also schon mehr auf jeden Fall ins Rot. Ist immer noch im Neon-Bereich. Auf jeden Fall, es leuchtet. Ist aber schon mehr so ein Rot-Pink. Aber auch wieder eine sehr, sehr geile Farbe und sehr, sehr weiblich, finde ich. Deshalb wahrscheinlich auch Man-Eater. Und ich finde sie super, super cool. Das hier ist die Farbe Showstopper und ist ein sehr, sehr dunkles, ja, sattes Pink. Also schon wieder ein bisschen tragbarer und ist ein sehr, sehr schönes dunkles Pink. Ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsfarbe von denen. Also ich finde ihn trotzdem ganz gut, aber halt einfach nicht mein Liebling. Das ist auch schon die vorletzte Farbe und zwar ist das die Farbe Sexy Lady. Ist also so ein klassisches Rot, wozu der Name, finde ich, auch total passt. Also Sexy Lady, damit verbinde ich ein Rot, das muss ein Rot sein. Und es ist wirklich so ein klassisches Blutrot. Es ist kein unglaublich dunkles, auch kein unglaublich helles Rot. Wirklich das perfekte Rot. Und auch hier ist wieder der Name Programm. Ich finde es wunderschön, weil ich stehe auf diese klassischen Rottöne. Und ja, ist voll mein Ding. Ich liebe diese Farbe. Aber wie ihr sehen könnt, der Auftrag wird immer schlechter und schlimmer. Aber so ist das, wenn man 1000 Lippenstifte nacheinander auftragen muss. Also verzeiht mir bitte meinen schlimm unsauberen Auftrag. Aber es ist echt schwer, wenn man dann Daumen wieder abmachen und wieder drauf machen muss. Wie gesagt, Sexy Lady Farbe und ich finde die mega. Und zu guter Letzt nochmal eine super außergewöhnliche Farbe und zwar ein tolles Violett und die Farbe heißt Drama Queen. Und ich finde auch, der Name passt wieder. Ich finde, Chi-Chi hat den Namen so mega ausgewählt. Also die Namen finde ich mega. Ist auch ein richtig, richtig cooles Violett. Ist ein warmes Violett, also kein kaltes Lila, was es wirklich noch gut tragbar macht, finde ich. Also jemand, der so auf so Pink-Violett-Töne steht, ist das mega, mega, mega. Und auch wenn es eine außergewöhnliche Farbe ist, finde ich sie immer noch echt cool und auch für einen Partyabend perfekt. Ja, meine Lieben, das war es auch schon. Meine Lippen brennen und haben sehr gelitten extra für euch. Aber wie gesagt, diese Dinger kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke euch noch mal in der Infobox, wo ihr sie bekommt. Ihr müsst sie aus Australien bestellen, aber die Versandkosten gehen auf jeden Fall. Die halten sich in Grenzen. Ich kann sie nur empfehlen. Es ist definitiv was für Leute, die Liquid Lipsticks lieben, die matte Sachen lieben, nicht wollen, dass die Lippen austrocknen, also auch sehr auf cremige, pflegende Sachen stehen und trotzdem hohe Deckkraft, tolle Pigmentierung. Es ist nicht was für Leute, die diesen Liquid Lipstick lieben, der antrocknet, der richtig, wo man merkt, der ist weg, der ist trocken geworden und dadurch natürlich auch eine hohe Haltbarkeit. Das heißt, hier muss man ab und zu mal nachstreichen, eben weil sie nicht antrocknen, sind sie nicht unglaublich lange haltbar. Aber wie gesagt, entweder das eine oder das andere, da muss man dann sich abwägen, aber ich stehe total auf die und kann sie jedem empfehlen. Ich liebe sie abgöttisch und deshalb wollte ich sie euch vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch immer freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.